Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe mir vor einiger Zeit mal überlegt, dass diese 1.14er Texturen doch eigentlich ganz geil sind. Und ich hätte sie gerne in meinem 1.12er Modpack drinne, beziehungsweise in meiner Welt, in der ich in der 1.12 spiele mit den ganzen Mods. Und wie ihr sehen könnt, bin ich gerade in Minecraft 1.12.2 und habe die Texturen aus der 1.14. Ich habe mir dieses Texturenpaket selber zusammengebastelt. Und noch ein paar coole extra Features mit eingebaut. Zum Beispiel, dass die Bookshelves, also die Bücherregale, verschiedene Texturen haben. Zufällig, die da ausgewählt werden. Die Blöcke überlappen so ein bisschen ineinander. Das Holz sieht so ziemlich nice aus, wie in der 1.14 es aussehen sollte. Ich habe eigene Schallplatten hinzugefügt. Kann ich das mal zeigen? Ja, so. Eigene Musik in Minecraft. Genau. Ich habe die Elytra geändert, die sieht jetzt so feurig aus. Ich habe eine Krone auf dem Kopf. Und mein ganzes, meine Eisentools sehen alle so dunkel aus. Ihr seht es auch, der Wassereimer, der sieht auch so dunkel aus. Und das Essenzeug sieht cool aus. Und zum Beispiel die Pfeile, die sehen in dem Köcher aus, aber nur wenn es mehr als 16 sind. Ihr seht, jetzt sind 16 und jetzt sind 15 und dann werden sie als Pfeile dargestellt. Also sobald der Stack größer wird als 16, dann wird es als Köcher dargestellt. Genau, der Bogen, wenn man ihn Blaze Bow umbenennt, wird er so cool dargestellt, in diesen Blaze Farben eben von der Lore. Und das Glas hat eine wunderschöne Connected Texture. Und wie man das alles anstellt, zeige ich euch in diesem Video. Als allererstes, ich habe schon mal so ein Video gemacht, in der 1.14 war das allerdings und nicht in der 1.12. Es ist eigentlich relativ ähnlich. Vom Prinzip her, wie man es macht, ist es gleich, es heißt nur alles anders. Also zum Beispiel Stone Brick heißt in der 1.12, ich kann es euch mal zeigen, Textures, Block, einmal kurz gesucht, Stone, seht ihr, Stone Bricks, das ist in der 1.14 und wenn ich in meinem Minecraft Versions, in der Version dann in den Ordner reingehe, bei Optifine, Assets, Minecraft, Textures, Blocks und hier jetzt nach Stone Brick suche, dann seht ihr, in der 1.12 nennt man das Stone Brick, hier könnt ihr sehen, und hier in der 1.14 heißt Stone-Bricks mit S hinten dran. Und das ist halt ziemlich der ganze Witz dahinter, man nimmt einfach die Textur, schiebt die in sein Texture Pack und benennt sie oben fertig. Danke fürs Zuschauen, nein Spaß. Wie das jetzt funktioniert, ihr macht euch beim Resource Packs einen neuen Ordner, nennt den wie ihr wollt. Ne? Simpel. Dann macht ihr eine Datei, nennt sie pack.mcmeta. Da geht ihr rein und schreibt das rein, was ich euch in die Videobeschreibung reinpacke. Wenn ihr noch eine eigene Sprache machen wollt, das erkläre ich gleich, was es ist, dann müsst ihr das noch dazu schreiben. Wenn nicht, dann macht ihr hier hinter einfach eine Klammer zu und fertig. Dann macht ihr einen Ordner Assets, da macht ihr einen Ordner Minecraft und dort geht's dann los. Fangen wir gleich mit der Sprache an. Da macht ihr einen Ordner namens Lang, also wahrscheinlich Language, nur waren sie zu faul, Language auszuschreiben. Und dort nehmt ihr euch eine Sprache aus dem Standard Minecraft Ordner. Wie ihr da hinkommt, habe ich gerade gezeigt. Ihr geht einfach in euren Minecraft Ordner. Geht dann in, ne, also Minecraft Ordner, wo Saves und so weiter drin ist. Geht in Versions. Geht dann in eure Version, in der ihr gerade spielt. Irgendeine Optifine Version wahrscheinlich. Geht auf diese Jar-Datei. Wenn da noch kein Ordner ist, geht ihr hier auf 7zip und entpacken. Natürlich müsst ihr 7zip euch erstmal runterladen, aber ich denke, das haben die meisten von euch. Dann auf Assets. Dann auf Minecraft. Ja, und dann habt ihr hier eben die ganzen Texturen und was weiß ich alles von Minecraft aus der 1.12. Und hier eben auch Language und hier ist standardmäßig USA, Englisch drin. Dann nehmt ihr einfach diese Datei, kopiert die einmal rüber in euren Language-Ordner und die könnt ihr dann öffnen und es sieht dann ungefähr so aus. Und hier ist alles voll mit den ganzen Namen, die es in Minecraft gibt und die kann man eben bearbeiten. Als erstes gebt ihr euren Namen ein. Ich habe meinen jetzt YOLO genannt und die Region ist überall. Und der Code, das ist das Wichtige, ist bei mir en-de. In eurem Ordner nennt ihr diese Sprache dann en-de und in, oder halt so wie ihr euren Code festlegen wollt, und in dieser pack-mc-meta-Datei schreibt ihr hier auch en-de. En heißt Englisch und de habe ich jetzt mit Deutsch genommen. Englisch-Deutsch macht keinen Sinn, aber ist halt mein Code. Könnt ihr euch irgendwas ausdenken. Und ja,
Ihr könnt auch hier eure Beschreibung selber schreiben. Das, was zwischen diesen Anführungszeichen steht, ist eure Beschreibung. Und das Format ist eben die Version. Die 3 steht jetzt für die 1.12 und 1.11. Für 1.14 und 1.13 müsst ihr hier 4 hinschreiben. So, okay, wenn ihr dann die Sprache richtig gemacht habt, solltet ihr, wenn ihr Escape drückt, Options, Language, hier eure Sprache vorgeschlagen sehen. YOLO und in Klammern steht eben die Region, bei mir jetzt überall. So, und ihr könnt eben alles verändern. Zum Beispiel heißt der Button hier Rage Quit Button und hier steht Weiter geht's und nicht Back to Game. Und zum Beispiel, ich habe Kekse umbenannt zu Oreos und Brot zu Sandwich. Es geht dann einfach, ihr geht in dieses Sprachfile rein, könnt euch hier durchgucken, zum Beispiel hier, Menu, Return to Game ist gleich und hier könnt ihr jetzt euren Namen eingeben. Ich habe jetzt Weiter geht's hingeschrieben und dann wird da, ups, dann steht da halt Weiter geht's. Und I'm so lonely steht bei mir anstatt Singleplayer, ne, Menu Singleplayer. Und ihr könnt euch durchgucken, es gibt alles, was irgendwo irgendwie steht, ist hier aufgelistet und wird halt, kann man eben verändern. Ziemlich cool. Ihr könnt eben auch die Items verändern. Mit Steuerung F könnt ihr Wörter suchen. Da gebe ich jetzt zum Beispiel mal ein Cookie. So. Und jetzt seht ihr hier, springt er mir zu Item, Cookie, Name. Und hier könnt ihr eben den Keks benennen. Bei mir ist jetzt Oreo. So, ne? Simpel. Oder ich kann auch zum Beispiel Gold mal suchen. Dann habe ich ja den Gold Ingot. Könnt ihr den Gold Ingot umbenennen. Was habe ich hier? Das Golden Sword, Golden Pickaxe und so weiter. Und den Golden Helmet zum Beispiel habe ich umbenannt in Krone, weil ich das auch umtexturiert habe. Also Crown auf Englisch eben. Und ja, so viel zum Language. So, was haben wir denn noch Nettes in unserem Texture-Ordner? Assets, Minecraft, Language. So viel dazu. Machen wir mit Textures weiter, relativ simpel. Ihr macht euch am besten einen neuen Unterordner. Könnt auch hier wieder im Original Minecraft gucken. Nennt ihn Blocks. Und alle Blöcke, die ihr jetzt verändern wollt, pastet ihr einfach hier rein. Und wie sie heißen, seht ihr eben in dem Versions bla 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 Optifine Ordner, ne, wo ihr euch durchklicken könnt. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel von einem anderen Texture Pack aus einer anderen Version die Textur nehmen wollt, nehmt ihr die einfach, packt die hier rein und benennt sie dann um, zum Beispiel in beacon.png, dann habt ihr das Beacon-Modell aus einem anderen Texture Pack, wenn euch das aktuelle nicht gefällt. Zum Beispiel, mir gefiel dieses Holz nicht, hier, aus der 1.12, das Holz sieht ja grausam aus und ich habe einfach aus der 1.14, hier, die Blöcke, habe ich mir einfach die Planks ausgesucht, zum Beispiel Acacia Planks, aber da gibt es halt alle, ne, 6 Stück. Habe ich die Oak Planks genommen, rübergeschoben, geschaut, wie heißen Oak Planks in der 1.12 und hier heißen sie Planks Oak und in der 1.14 Oak Planks. So, das ist der ganze Witz dahinter. Man muss einfach nur den Namen ändern und fertig. So, das ist so viel zu den Blöcken, das ist relativ simpel. Das ist jetzt nicht wahnsinnig kompliziert. Wie man die Bookshelves zum Beispiel, dass die Textur variiert, wie man das macht, zeige ich euch nachher. Bei Models gibt es zum Beispiel die Rüstung, da könnt ihr hier die Rüstung ändern, weil meine Eisenrüstung ist jetzt so dunkel, weil es passt halt mehr zu Cauldron und Anvil und Hopper, die sind ja alle so dunkel und da macht es nur Sinn, wenn die Eisenrüstung auch so dunkel ist und nicht so silbern glänzt, vor allem, weil viele Leute ja auch immer das Eisenzeug für Silber halten. Das kann ich gar nicht haben, wenn einer sagt, ich habe eine Silberspitzhacke. Bruder, es ist eine Eisenspitzhacke. Und ja, jetzt ist es relativ eindeutig geworden. Eben Eisenzeug so dunkel und ein bisschen rustikaler. Ich habe übrigens auch die Texturen nicht selber gemacht, bevor ihr denkt, ich wäre jetzt hier künstlerisch, was weiß ich, begabt. Das habe ich alles aus dem anderen Texture Pack. Das meiste habe ich aus der 1.14, zum Beispiel das Gras und so weiter. Aber die Rüstung habe ich, zum Beispiel Eisen oder Chainmail, habe ich aus F-Whips Texture Pack. Das könnt ihr euch mal angucken. Kann man auch runterladen. Er hat halt coole Texturen gemacht. Das hier ist sein Bild, ich kann es euch mal zeigen. So. Das ist das Bild, vielleicht habt ihr es gesehen, er macht auch YouTube, könnt mal eingeben, F-Whip, also W-H-I-P, hier könnt ihr den Ordner sehen. Genau, wo war jetzt der Ordner? Hier. Und hier könnt ihr eben die Rüstung verändern. Wenn ihr jetzt Gold verändern wollt, geht ihr einfach auf den Gold Layer 1, könnt ihr auch hier aus der 1.14 euch jetzt raussuchen, geht ihr auf Textures, Models, Armor und Gold Layer 1. Ihr könnt euch in diesen Ordnern umsuchen, da gibt's
alles. Zum Beispiel auch der Turtle Helmet ist hier drinne. Und dann öffnet ihr das, von mir aus mit Paint oder mit GIMP. Ja. Und dann könnt ihr das ganz einfach bearbeiten, angezoomt. Und dann seht ihr, so, das ist die Textur. Und wenn ich hier jetzt, das ist eben der Helm, ne, so zusammengefaltet, wie ein Würfel eben. Und da, den habe ich eben umgemalt in, na, so, und weg mit dir, dass der eben eine Krone hat. So, könnt ihr sehen, jetzt ist der Goldhelm eine Krone. Zack. Und wenn es dann aufzieht, seht ihr beim Armor-Stand zum Beispiel, ist es einfach eine Krone. Das ist so simpel, man muss es einfach nur ummalen. Das Minecraft ist echt ein geiles Game, was dieses Umtexturieren angeht. Das ist absolut einfach. Zum Beispiel auch die Pistentexturen habe ich alle aus der 1.14 genommen und so weiter und so fort. So, ich denke, was jetzt noch cool ist, ist dieses Connected Texture Kram. Zum Beispiel, dass die Stone Bricks in diese Cobblestones übergehen oder dass das Gras hier so drüber wächst oder der Sand. Wie das funktioniert, ist auch relativ einfach. Ich erkläre euch jetzt an dem Beispiel vom Schnee, wie man diese Overlay Textures erstellt. Es ist ein bisschen tricky und ein bisschen Aufwand, aber an sich ja eigentlich auch relativ simpel. Ihr braucht verschiedene Variationen für diese Overlays, ne? Ihr seht, beim Schnee überlappt jetzt noch gar nichts, aber ich will das so haben wie bei Gras, Sand und Gravel und so weiter. Und wie man das anstellt, zeige ich euch jetzt. Ihr geht als erstes, das zeige ich euch gleich, in euren Ordner wieder rein und macht unter Minecraft MC Patcher einen neuen Ordner CTM. Wenn der nicht schon da ist, oder habt den schon gemacht, weiß ich nicht. Dann Unterordner für den Block, den ihr haben wollt, in meinem Fall jetzt Snow. Und dort erstellt ihr dann 17 PNG-Dateien mit dem Format 16x16 Pixel. Ihr braucht daher 17, weil, wie ihr hier auf diesem Bildchen sehen könnt, ihr 17 verschiedene Overlays habt. Beim Bildchen 0.png habt ihr die untere rechte Ecke als Overlay. Bei 1 unten den Balken, bei 2 links unten die Ecke. Das heißt, wenn ihr jetzt im Spiel seid, ich nehme jetzt einfach mal den Gravel als Beispiel. So, also wenn ihr jetzt hier diesen Grasblock anschaut, dann seht ihr, die untere rechte Ecke ist wird überlagert vom Gravel. Das heißt, das ist das Bildchen 0, weil, wo war das jetzt? Weil eben die untere rechte Ecke ist. Bei der Nummer 8 ist alles überlagert, ne? Also, das wäre dann gerade das Gegenteil von dem. Jetzt geht der Gravel überall rüber. Aber wenn ich jetzt einen Block hätte, der über den Gravel drüber geht, dann wäre das die Nummer 8, wie zum Beispiel hier bei dem Stone Brick. So, der wird jetzt von allen Seiten überlagert. Das wäre dann das Bildchen 8. So, so viel dazu. Wie malt man das jetzt? Ich mache es jetzt am Schnee. Auch mein Ordner. Ich nehme jetzt mein Bildchen 2.png, mache es mit GIMP. Kostenloses Programm. Deshalb benutze ich es. Und ihr seht, das ist ein leeres 16x16 Bild. Ich mache das mal kleiner hier. So, ist leer. Und ich nehme jetzt einen weißen Stift, weil ich mal Schnee, von dem her nehme ich es weiße. Schauen wir jetzt an, die Nummer 2, die hat unten rechts die Ecke. Heißt, wir malen jetzt hier unten rechts ein bisschen Schnee hin. Zack. Nehmen den Radierer und blassen es so ein bisschen aus. So, und schon sind wir mehr oder weniger fertig. Wir machen hier noch ein bisschen Feinarbeit. So, dann gehen wir Datei 2.png überschreiben. Cool. Dann nehmen wir uns jetzt das dritte. Wieder öffnen mit GIMP. So, machen wir groß. Und jetzt schauen wir beim dritten. Das dritte hat unten den Balken und rechts. Also das Overlay, dann nehmen wir wieder den Stift, malen hier unten Schnee hin, so, und rechts an die Seite Schnee. So, nehmen wir den Radiergummi, fahren hier ein bisschen drüber. Das wäre dann meine Nummer 3. Auch wieder Datei 3png überschreiben. So viel dazu, das macht ihr dann mit allen 16 und ihr müsst halt immer dieses Bildchen hier benutzen. Wenn ihr wollt, macht kurz einen Screenshot vom Bild, dann habt ihr das auch. Gut, also wenn ihr dann diese ganzen Overlays gemalt habt, so wie ich jetzt hier, jetzt habe ich den Ordner klein gemacht, Profi, genau, es ist jetzt schwer zu sehen, es ist halt weiß, weil es Schnee ist logischerweise.
dann müsst ihr hier noch eine Datei erstellen und die nennt ihr einfach, also ihr macht neue Textdokument, wählt hier alles aus und schreibt dann hin, Snow, in meinem Fall jetzt, ihr könnt auch Gras oder Gravel schreiben, Punkt, Properties und dann drückt ihr hier einmal hin, dann sagt ihr, yo, passt. Und bei mir ist es schon eins da, deswegen mache ich es nicht, aber dann habt ihr eine Properties-Datei, da geht ihr rein, schreibt hin, Match Blocks ist gleich. Und jetzt schreibt ihr alle Blöcke hin, von denen ihr wollt, dass sie drüber gemalt werden. Ich nehme jetzt zum Beispiel Gras, Leerzeichen dann immer dazwischen, Stone. Die Methode bei uns ist Overlay, weil es drüber gelegt werden soll. Die Tiles geben wir an 0 bis 16, das sind eben unsere Bildchen hier, ne? 0 bis 16 heißen die. Connect ist Block, fragt mich nicht, was das heißt, schreibt es einfach hin. Und Connect Blocks ist Snow, weil wir benutzen eben Snow. Und das Layer Transculant, ich bin mir nicht sicher, was es heißt, aber ich bin der Meinung, das heißt, dass es ein bisschen durchsichtig ist. Damit der Schnee nicht immer zu 100% darüber klatscht. Jetzt drücken wir F3 und T. Und theoretisch sollte jetzt gleich das Overlay da sein. Tada! Da ist das Overlay. Okay. Also jetzt sehe ich schon, die Ecken sind ein bisschen scheiße. Also entweder ich mache die Ränder noch besser, also dicker, oder die Ecken kürzer. Und ich wäre für Ecken kürzer. Und ihr seht auch, wie das Gras durchschimmert, ne, durch das Overlay, weil wir eben bei Layer Transculant geschrieben haben in der Properties-Datei. Das, wenn ihr jetzt zum Beispiel für Gras ein Overlay machen wollt, geil aus, nice one. Für Gras, da wollt ihr ja nicht unbedingt, dass der Stein dann durchschimmert. Oder bei Sand könnte man es vielleicht sogar machen, aber bei Schnee macht es halt Sinn. So, jetzt gucken wir mal, wenn wir hier zu End of Side gehen, sehr schön, es überlappt schon. Liegt eben daran, weil in der 1.12 das noch End of Side und Granite und so weiter fallen alle unter Stone. In der 1.14 nicht mehr, da müsst ihr dann End of Side, Granite und Diorite schreiben. So, hier überlädt sich auch. Und wenn wir jetzt mal in die Berge gehen, hier ist nämlich direkt eine Berglandschaft, dann sollte das jetzt doch relativ geil aussehen, oder? Ha. Nee, okay, da muss ich nochmal gucken, dass der Schnee auch seitlich hier so ein Overlay dann hat, dass es hier über das immer drüber hängt. Wisst ihr, was ich meine? So wie das Dirt, weil das Dirt geht zum Beispiel seitlich in den Stein sogar über. Aber ich will, dass es auch von oben darüber geht. Ah, okay. Interessante Entdeckung. Erstens, es funktioniert sogar schon horizontal. So. Zweitens, dieses Cutout oder Transculant. Ich habe jetzt gerade bei den Dirt Properties geguckt aus einem anderen Texture Pack. Da steht Cutout. Das macht einfach, dass es eben nicht durchsichtig ist. Dann ist es weiß und fertig. Okay, also. Ich kann es jetzt leider nicht so schnell rausfinden, wie das geht, dass die Snow Layer auch sich irgendwo drüber legen. Schade. Wenigstens funktioniert es mit dem Snow, immerhin. Ich würde es halt anders geil finden, wenn hier zum Beispiel jetzt überall so der Schnee ist, auf dem Berg. Und halt sich das so über den Stein dann drüber legt. Das sieht so geil aus. Es funktioniert mit den vollen Schneeblöcken, mit Snow Layers, habe ich jetzt noch nicht hingekriegt. Sollte ich es hinkriegen, wird es natürlich ein Update zum Resource Pack geben. Ja. So viel zum Thema, wie man hier Overlays macht. Ich habe auch die Boote geändert. Die Boottextur, wo findet man die? Weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Ich vermute Textures, Models, ne. Dann Misc, ne. Ihr könnt ja zum Beispiel das Pumpkin Blur, also das, wenn ihr einen Kürbis aufzieht, könnt ihr auch ändern. Wo habe ich einen Kürbis? Ist der bei Baublöcken? Da ist ein Kürbis. Wenn ihr Kürbis aufzieht, so, dann ist es nicht so heftig wie immer, sondern habe ich jetzt mein eigenes Ding. Das ist so orange, man sieht noch was. Das ist halt besser als das normale. Ja, irgendwo hier Entity, da haben wir es. Macht ihr einen Unterordner Entity, Boat und hier sind eben die Boottexturen, die ich einfach aus der 1.14 kopiert habe, fertig und umbenannt habe. Oder auch die Elytra, die ich hier verändert habe.
Die Textur habe ich aus dem Additional Elytra Colors Texture Pack. Das ist die von den Phoenix-Flügeln. Und die habe ich jetzt halt als Standard-Elytra-Farbe. Und die ist automatisch auf dem Rücken. Und ihr müsst natürlich noch die Textur dann fürs Item ändern. Da geht ihr in den Items-Ordner. Und hier dann bei Elytra macht ihr einfach das PNG hin. So, was ich jetzt noch machen wollte, war einmal gucken, wie sehen die Items vom Holzschwert und vom Steinschwert aus. Haben wir Sword eingegeben, so. Wood Sword und Stone Sword, die habe ich nämlich noch nicht geändert hier. Und dann gehe ich hier mal nach Sword gucken. Ups, ich bin im Blocks, ja, ihr müsst halt einen richtigen Ordner, sonst seht ihr nichts. Items und Sword. Jetzt erstmal verschrieben, Profi. So. Okay, ihr seht, die heißen noch gleich wie, ne, Wood Sword heißt in 1.12 und Wooden Sword in 1.14, also machen Steuerung C. Gehen in unseren Items Ordner, machen Steuerung V, benennen es um in Wood Sword. So. Fertig. Und Stone Sword heißt Stone Sword, dann nehmen wir das auch gleich mal rüber. Tada, habe ich die schönen Waffen aus der 1.14. Perfekt. So, was jetzt auch cool ist, wie ihr diese Pfeile zum Beispiel das machen könnt, dass die als Köcher angezeigt werden, sobald es 16 sind. Ab 15 sind es normale Pfeile. Das ist relativ cool, da geht ihr auch wieder in diesen MC-Patcher-Ordner, macht einen neuen Ordner, nennt ihn CIT, also Custom Items Textures, glaube ich heißt es. Hier habe ich jetzt einen Unterordner Pfeile, hier Quiver heißt Köcher auf Englisch. Macht eben euer Bildchen rein, was ihr haben wollt und dann eine Properties-Datei für dieses Item. Gebt als Typ Item an, die Item-ID für Pfeile, das ist 262, genau. Texture nehmen wir eben die Quiver-Texture, die eben hier in dem Ordner sein muss, also die Texture, die ihr hier angebt, muss dann so heißen. Und die Stack Size ist eben einer der Parameter, um zu sagen, ab 16 bis 64 hat der Pfeil diese Textur. So, ne? Wie das genau funktioniert und was es noch für andere Parameter gibt, seht ihr in einem Video von, wie hieß der YouTuber? Uncle John, glaube ich, oder sowas. Uncle Jam. Ich verlinke euch den auf jeden Fall auch mal. Der hat eine super Playlist, 20 Videos, ist halt auf Englisch, wie man so ein geiles Texture Pack macht und da habe ich auch meine ganzen Tipps her. Also wenn ihr da tiefer in die Materie einsteigen wollt, dann schaut euch auf jeden Fall mal sein Video an oder seine Playlist dazu. Und ich habe auch noch den Blaze Bow, eben die verschiedenen Bilder und die Properties dazu. Ist auch wieder ein Item, die ID ist 261 und die Textur, wenn der Bogen normal ist, soll die Blaze Bow Textur sein, was jetzt in dem Fall diese ist. Die Textur, wenn man ihn auf Stufe 1 gezogen hat, Stufe 2 und Stufe 3, ist dann eben jeweils die andere, die hier noch mit drin ist. Und der Parameter für die Textur ist eben NBT Display Name, also wie der dann heißt, mit der Pattern Blaze Bow. Also nur wenn man einen Bogen in Blaze Bow umbenennt, dann hat er diese Textur. Also ihr seht, wenn ich jetzt einen normalen Bogen habe, ist ganz normal, wenn ich jetzt in Amboss gehe, und den Blaze Bow nenne, dann ändert er die Textur und sonst nicht. So viel dazu. Jetzt kann ich euch auch noch mal eben zeigen, wie ihr eigene Musik einfügen könnt. Ich habe die ganzen Schallplatten hier geändert, zum Beispiel ein paar sind Game of Thrones Lieder, aber ich habe auch normale wie In the End, Ich und mein Holz, Old Town Road und Abfahrt. Ja, die anderen sind Game of Thrones Lieder. Wie das funktioniert? Relativ simpel. Alles was ihr braucht ist eine Sounddatei. Am besten eine OGG-Datei, weil das Spiel kann nur OGG-Dateien lesen. Ihr geht dafür, macht euch einen neuen Ordner hier bei diesen ganzen Ordnern, nennt ihn Sounds, dann Unterordner Records und hier sind die ganzen verschiedenen Schallplatten, die es eben gibt. So, angenommen, ihr habt jetzt irgendwo ein Lied. Ich gehe jetzt mal hin und nehme mein In the End, was ich vorhin aufgenommen habe. Das da. Diese Datei öffne ich mit VLC Media Player. So. Ihr geht hier auf Medien, dann konvertieren, speichern. Übrigens VLC Media Player, kostenloses Programm.
alle Programme, die ihr bei mir seht, sind kostenlos, bis auf Minecraft. Aber sonst, ich gebe kein Geld für Computerprogramme aus. Hier geht ihr auf Konvertieren, Hinzufügen, wählt eben den Sound aus. Der war jetzt hier in meinen Aufnahmen drin. Das da öffnen, Konvertieren, Speichern drücken. Hier wählt ihr ein Profil aus. Wir nehmen jetzt OGG, weil Minecraft nur OGG lesen kann. Gehen hier auf wieder durchsuchen, gehen in Aufnahmen und nennen hier unten die Dateiendung in OGG um. So, dann gehen wir Speichern und Start. Und jetzt sehen wir, hier unten läuft die Leiste durch, wie er uns diese MKV-Datei in eine OGG-Datei umwandelt. Das sollte theoretisch mit allen Sounds gehen. Also bisher ist mir nicht aufgefallen, dass irgendwas nicht konvertiert werden kann. Also VLC Media Player kann sehr viel mehr als noch Filme abspielen. So, er hat uns fertig konvertiert und hier haben wir jetzt die OGG-Datei. So, was machen wir damit? Wir öffnen das Ding mit einem Audacity-Programm. Also, das Programm heißt Audacity. Falls ihr es nicht kennt, ladet es euch runter, ist natürlich auch kostenlos. Und hier ist das Lied drin. So, das ist jetzt noch ein bisschen doof, es ist mir zu leise. Dann gehen wir hier auf Effekt. Wo war es denn? Bitte. Hier Effekt verstärken, genau. Und hier wählen wir jetzt die Verstärkung. Wir nehmen jetzt 22, irgendwas. Man kann auch 20 nehmen einfach. Man macht es halt lauter einfach. So, er macht es lauter und ihr seht, wie die Wellen hier direkt hochgehen. Dann wollen wir hier jetzt noch das da. Den Anfang. Ups. Das hier wollen wir weg haben. Gehen wir hin, bearbeiten das. Zack. Und jetzt fängt es direkt an zu spielen. Wenn ich jetzt hier Play drücke. Ja, dann geht's halt los, ne? Logischerweise. Halt. Stopp. Okay. Und diese Datei nehmen wir dann. Ne, ich hab's jetzt schon im Texture-Pack drin. Ich brauch's jetzt nicht mehr. Ich kann's auch wieder löschen hier. War jetzt nur nochmal zum Zeigen. So. Und packen sie in diesen Sounds-Ordner. Es gibt diese ganzen Sounds. Ich hab sie mir hier als Textdatei. Ich zeig's euch mal. Es gibt 13 Blocks, Cat, Chirp, Bar, Maul, Melui, Stahl, Strut, Wait und Bart. Jeweils als .ogg. Und das sind eben die Namen von den Schallplatten, die es dann hier auch in-game gibt. Und die könnt ihr eben alle ändern. Und dann packen wir zum Beispiel jetzt unser Lied hier rein und benennen es um in Far. Also was jetzt in Minecraft ursprünglich Far hieß, ist bei mir jetzt in the end. Ne? Und wenn ich das jetzt hier reinpacken würde, dann wird eben in the end spielen. So, also so viel dazu. Jetzt zeige ich euch noch ganz schnell, wie man die Texturen von den Bücherregalen so einstellen kann, dass sie eben verschiedene Versionen haben. Als erstes braucht ihr logischerweise verschiedene Texturen davon, die könnt ihr euch ja wieder runterladen oder selber malen. Ich habe meine jetzt aus dem, More Books Texture Pack, könnt ihr auf Planet Minecraft runterladen. Ich weiß nicht, vielleicht packe ich den Link in die Beschreibung, dann könnt ihr es da nochmal angucken. Und das packt ihr auch in euren Resource Pack Ordner. Einfach Textures Blocks und hier bei Bookshelf seht ihr, habe ich jetzt das Standardding und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 andere. Also insgesamt habe ich jetzt 8 Texturen für ein Bücherregal. Dann geht ihr wieder in Minecraft, dann in Models, da macht den Unterordner Block, dort macht den Unterordner Bookshelf und dort geht ihr dann rein und nehmt die Bookshelf.json Datei aus dem ursprünglich Minecraft-Ordner. Den bekommt ihr hier ebenfalls Models, Block und hier müsst ihr jetzt eben Bookshelf suchen. So, dann nehmt ihr die hier, zieht ihr einmal rüber oder kopiert sie und geht hier rein und hier habt ihr dann eben wie Minecraft das Bookshelf eben aufbaut. Ihr seht, es ist ein stinknormaler Block, viereckig, Block, Cube, Column. Die Texturen am Ende sind aus dem Blocks-Ordner Planks Oak. Also es benutzt für die Bookshelves immer die Oak-Texturen. Wenn ihr jetzt eine andere Oak-Textur habt für die Planks, dann sieht das Bookshelf oben und unten anders aus. So, und für die Seiten nimmt es eben aus dem Blocks-Ordner die Textur Bookshelf. So, soviel dazu. Dann geht ihr hin bei Bookshelf 0 oder Bookshelf 1, 2, 3, 4 geht ihr hin und schreibt hier hinten dran den Namen von der anderen Datei, die dann ebenso aussehen soll. Also im Textures Blocks Ordner
heißt dann die Datei eben Bookshelf 0, Bookshelf 1, Bookshelf 2 und das müsst ihr da immer angeben. Hier, ne? An der Stelle. So. Dann weiß Minecraft, ich muss die Textur aus dem Blocks-Ordner nehmen, die genau so heißt. Und wenn da eine Leerstelle dazwischen ist, dann geht's nicht, dann streikt Minecraft. Und um jetzt noch das, jetzt weiß Minecraft, die Textur muss ich nehmen, aber es weiß noch nicht, wo drauf. Und dafür braucht ihr jetzt den Ordner, Moment, Blockstates. Also ganz am Anfang, Assets Minecraft, danach den Ordner Blockstates. Und holt euch hier aus dem Anfangsordner auch wieder die Bookshelf-Datei. Da, die da. Die zieht ihr hier rüber. Also es gibt einmal die aus dem Models-Ordner und die aus dem Blockstates-Ordner. Das ist jetzt die aus dem Blockstates-Ordner. Und hier gibt es eben die Varianten normal und im ursprünglichen Dings ist hier nur normal Model Bookshelf fertig, weil wir nur ein Modell haben. Jetzt haben wir aber viele verschiedene. Ne, weil wir ja eben die Variation wollen. Dann nehmen wir die hier und dann haben wir hier normal und dann machen wir eine eckige Klammer auf und die natürlich dahinter wieder zu. Und dann hier Model Bookshelf slash Bookshelf, weil wir eben noch einen Unterordner hier drin haben. Ich weiß, das ist verwirrend, aber wir haben bei Models einen Unterordner Block und hier ist der Bookshelf-Ordner und dort aus muss es die Datei Bookshelf nehmen. Kapiert? Also es sind halt noch zwei Ordner. Ups, ist das klein gemacht, das wollte ich nicht. Und hier sind dann eben die JSON-Dateien drin, woraus es dann weiß, welche Textur es nehmen muss. So. Und die Textur könnt ihr dann eben bestimmen. Jetzt gehen wir aber nochmal in den Blockstates Bookshelf JSON, in die JSON-Datei. Und hier können wir jetzt noch die Gewichtung angeben. Hier habe ich jetzt Weight 10 für das Standard Bookshelf Textur. Für die Bookshelf 1 Textur habe ich die Gewichtung 3 und zum Beispiel für die Bookshelf 0 Datei habe ich das Gewicht als 1. Heißt es richtig selten. Je höher die Zahl, desto mehr kommt es vor. Wenn ich jetzt in Minecraft drin bin, das ist zum Beispiel Standardtextur, das ist die Standardtextur, das ist die Standardtextur und das hier ist dann, keine Ahnung, meine 1 oder so. Und so könnt ihr halt die Gewichtung festlegen. Auch wieder habe ich alles aus dem Video von Uncle Jam. Das ist zwar schon 2 Jahre alt, aber es geht halt immer noch, weil es hat sich ja nichts geändert. Es ist halt für die 1.12.2. Gut. Also, ich verlinke euch alles Wichtige in der Videobeschreibung. FWIPS Texture Pack werdet ihr da finden, Uncle Jams Kanal werdet ihr da finden und die Glastexturen, die sind auch nicht von mir, die sind auch von einem anderen. Und die Bookshelf Texturen, die sind auch nicht von mir, die sind auch von einem anderen. Falls ihr jetzt noch das hinkriegen wollt, dass diese Blätter so buschig bei euch aussehen, so wie bei mir sie jetzt bei mir hier aussehen, dann habe ich jetzt auch noch einen kleinen Tipp für euch. Ihr seht, ich habe bei Dark Oak ja die Variation jetzt drin und bei den ganzen Blumen auch, hat mich jetzt einige Arbeit gekostet. Ich habe es auch bei den Seerosen zum Beispiel gemacht, dass sie unterschiedliche Variationen haben. Und ich zeige euch jetzt anhand der Dark Oak Blätter eben, wie man die buschig machen kann und auch die Variation innerhalb der Blätter behält. Was ihr dazu machen müsst, ich brauche einmal meinen Ordner wieder, welcher war es, der da. Das ist jetzt ein Haufen Schreibarbeit. Ihr braucht, ich habe hier mal ein extra Texture Pack, im Assets-Ordner Minecraft Blockstates macht ihr euch jetzt neue Unterordner jeweils für die Leaves. Ich habe jetzt mal für Dark Oak. Also wir gehen hier Minecraft Blockstates und dann Dark Oak Leaves. So. Dort habt ihr eben eure ganzen Models drinne, schon von euren verschiedenen Variationen. Bei mir sind es jetzt eben 5 verschiedene sogar. Einmal nur Leaves, einmal Leaves 1, einmal Leaves 2, Leaves 3 und Leaves 4. So. Und jetzt wollen wir die noch buschig haben. Heißt, ja, ich schreibe die jetzt mal um, weil in dem Texture Pack, was ich als Beispiel hatte, heißen die Dark Oak Leaves Bushy. Da nehme ich die jetzt einfach mal kurz. Also, jetzt haben wir hier jeweils die Bushy-Variante. Dann gehen wir in Minecraft und Models und haben hier bei Dark Oak habe ich jetzt noch meine Leaves, Leaves 1, 2, 3 und 4 für die Variation. Und jetzt wollen wir aber die Variation und das Buschige haben. Heißt,
ich muss jeweils jetzt die buschige Variation oder halt den Bushi-Code hier dieses Leaves Big Oak umbenennen zu 1, 2, 3, 4. Also Leaves Big Oak 1, Leaves Big Oak 2 und so weiter. So, also ich habe hier die jetzt jeweils immer umgeschrieben und ihr seht hier, der Parent ist Block slash Leaves Bushi. Das heißt, die Hauptdatei, woraus es sich bezieht, heißt Leaves Bushi. Die ist hier ebenfalls mit drinne, Leaves Bushi, und die macht eben, die ist zuständig für die Ausrichtung. Das hier beschreibt einfach nur den Blätterblock an sich, und dieses hier beschreibt das eine Kreuz und das hier das die andere Achse vom Kreuz. Also was ich jetzt meine, das oberste, wenn ich jetzt einfach mal den hier nehme, beschreibt den Block an sich. Das zweite beschreibt dieses Blätterdings und das untere beschreibt das in die Richtung, ne? Und wenn wir jetzt hier dran was ändern würden, zum Beispiel irgendwie die Position, wo das Ganze steht, ups, dann würde das halt woanders stehen. Und so könnten wir das eben variieren. So, damit die jetzt aber nicht alle so aussehen, wie sie hier aussehen tun, nämlich dass das hier in der links unteren Ecke dann raussteht, gibt es zwei verschiedene. Bei Spruce und bei Birch hat das schon geklappt, dass es einmal rechts raussteht, einmal links. Und hier steht es halt gerade andersrum raus, dass es ein bisschen mehr random ist. Und bei Acacia ist es halt noch gleich und wir wollen es aber random haben. Deswegen, das liegt bei mir auch daran, dass Acacia und Dark Oak als einzige mehrere verschiedene Texturvarianten haben. Und Jungle, Birch, Spruce und Oak haben halt nur das eine und dadurch war das ein bisschen leichter zu schreiben. Aber hier wollen wir das jetzt anständig machen. Deswegen müssen wir jetzt hier bei Dark Oak Leaves Bushi 1 mache ich jetzt einfach mal, der Parent ist Leaves Bushi 1. Bei dem hier, bei Leaves Bushi 2 ist der Parent nur Leaves Bushi. Beim dritten ändere ich den Parent jetzt in Leaves Bushi 1. Das heißt, dass die eine Blätterachse dann eben nach rechts unten geht, wenn ihr wisst, was ich meine jetzt. Es ist alles sehr verwirrend, ich weiß, sorry. gut, jetzt hätten wir hier die Variation drin. Also, was wir jetzt noch machen müssen, wir haben jetzt ihm hier gesagt, benutzt Leaves Big Oak 4 und Leaves Oak, Big Oak Bushi als Texturen und die sind hier drinne. Blocks, gehen wir mal ein. Big Oak, ich hoffe, die habe ich jetzt schon. Genau, Leaves Big Oak Bushi ist drin und Leaves Big Oak 4321 und Leaves Big Oak. Dann sollte ich jetzt in mein Texture Pack gehen können. Und theoretisch, wenn ich jetzt F3 und T drücke, ändern sich jetzt die oder bekommen die Dark Oak Blätter auch ihr Bushi. Ja, RIP. Oh mein Gott. Ich wundere mich gerade die ganze Zeit, wieso hier die Textur nicht drauf ist. Und ich habe jetzt hier locker 10 Minuten rumgerätselt. Ich bin einfach nur zu behindert, dieses scheiß Komma hier zwischendrin wegzumachen. Also, wenn ihr diese Sachen schreibt, passt auf, dass nirgendwo ein Komma drin steht. Oh, jetzt soll es funktionieren. Mit zwei verschiedenen Bushi-Varianten und fünf verschiedenen Blättertexturen insgesamt. Digga, wegen einem Komma, ey. Ich schnall ab. Zack, da ist es. So, vier verschiedene und auch mehrere verschiedene Bushi-Varianten. So muss das. Ich könnte zu den Blättern jetzt auch Overlays hinzufügen, aber durch den Shader, ich benutze übrigens Sildur's Enhanced Default, wackeln die Blätter so rum und es wäre halt doof, wenn hier ein Overlay ist. Das wackelt. Das sieht scheiße aus. Deshalb keine Overlays bei den Blättern. Aber wenn man sich so die Bäume anschaut, die sind halt einfach geil. Hier ist sogar ein Dschungel. Das sieht einfach geil aus. Ich bin absolut zufrieden mit dem Texture Pack. Ich habe auch den Eisenblock noch geändert. Ich habe jetzt den ganzen Tag dran rumgebastelt. Ja, also einen Samstag quasi für dieses Texture Pack aufgewendet. Mehrere Eisenblöcke, also ein Eisenblock mit mehreren Varianten, dass halt alles mehr oder weniger zum selben Thema passt. Man sieht, dass es Eisen ist.
Die Notenblöcke habe ich geändert zu diesen komischen Kisten hier. Die sind auch nicht von mir, die sind aus dem Texture Pack von FWIP. Wie gesagt, ich bin der komplette Noob, was Texturen angeht. Was ich geändert habe, das einzige, was ich selber gemalt habe, war der Kürbis. Der Pumpkin Blur, wenn man den aufzieht. Oh, jetzt habe ich gelöscht, ich Profi. So, das habe ich selber gemalt. Das Orange. Und die Seeds. Dass die mehr wie Weizenkörner aussehen. Die sind jetzt so. Na, ihr wisst schon. So braun halt. Weil die Seeds sind echt, ich kann euch mal ein Bild zeigen. Die sehen so aus. Also Seeds sind ja in echt nicht grün. Wo habe ich sie gespeichert? Hier. So sehen Weizenkörner echt aus. Ne? So schön orange. So ähnlich wie Popcornkörner. Das sind halt keine Maiskörner, sondern Weizenkörner. Und die sind nicht grün, sondern so braun. Und deswegen habe ich die geändert. Ja, so viel dazu. Also, ich war erfolgreich. Das Texture Pack ist mehr oder weniger abgeschlossen. Was ich noch hinzufügen könnte, wäre, dass die Schwerter, je mehr Haltbarkeit sie verlieren, eben kaputter werden. Dass sie dann Risse bekommen und so. Aber ich denke, das wird dann halt auch wieder übelst Aufwand. Weil wenn ich dann mit den Schwertern anfange, dann muss ich es bei der Rüstung machen, dass die Rüstung Cracks bekommt. Und dann höre ich nicht mehr auf. Von dem her würde ich sagen, das passt soweit jetzt. Wie viele Eisenblock-Varianten gibt es? Es gibt die hier, es gibt die hier und es gibt die hier, glaube ich, ne? Ja. Also, dieser, das meiste ist aus dem Texture Pack von FWIP. Dann habe ich von dem Connected Textures Glass Texture Pack Sachen raus, eben das Glas in dem Fall. Von dem Additional Elytra Colors habe ich die Elytra raus. Ich könnte noch mehrere, also dass die Elytra random bestimmt wird, welche Farbe da rauskommt. Hold on, wait a minute. Okay, das war einfach. ja, so leicht ändert man die Elytra. Ich habe jetzt so das Problem, ich kann nicht die Elytra-Textur zusammen mit dem Item zusammenfügen. Also wenn ihr jetzt eine Elytra euch anzieht, dann hat die irgendeine random Textur. Wenn ich jetzt eine andere anziehe, ist jetzt auch so. Ja, also ihr seht es auch am Armor-Stand. Es gibt halt verschiedene und die kann man da easy in den Ordner packen, aber man kann nicht das Item beeinflussen. Man kann das natürlich auch so machen mit dem Amboss, dass man die dann umbenennt, aber dafür gibt es eben das extra Texture Pack und es muss sich ja nicht in meins einfügen, da könnt ihr einfach das Texture Pack von denen runterladen. Zumal ich will es ja mit der Collytra Mod benutzen, also dass man Elytra mit einer Chestplate kombinieren kann und die das Texture Pack mit der Additional Elytra Color, das basiert halt darauf, dass man die Elytra umbenennt. Und wenn aber Chestplate, die Elytra hat, dann funktioniert es nicht mehr. Und ich habe die Vermutung, dass das Texture Pack, diese Collytra Mod, sich die Textur aus dem Ordner holt eben. Und wenn da random eine Elytra bestimmt wird, hat man halt eine random Chance für eine Farbe von den Flügeln. So, wie das Ganze funktioniert, es war absolut simpel. Ihr geht in den Minecraft Ordner, also ne, Resource Pack Assets Minecraft, dann unter MC Patcher macht ihr einen neuen Ordner, nennt ihn Mob. Und dort geht ihr rein und packt eure Elytra rein. Fertig. ja, ich habe jetzt hier Elytra normal, Elytra 2, Elytra 3. Ich kann jetzt auch hingehen. Zum Beispiel hier ist noch das eben dieses Additional Elytra Color Texture Pack. Ich nehme jetzt die Demon Wings, Steuerung C, gehe hier rein, mache Steuerung V, nenne das Ganze Elytra 3. So, habt ihr gesehen, jetzt hat sich gerade die Textur hier geändert, wenn ich jetzt noch ein paar Armor-Stands schnapp. So, ich stelle die mal hier auf. Und jetzt hänge ich denen die an. Dann sollten hier auch irgendwann die Demon Wings dabei sein. Jetzt habe ich gerade Pech. Na, komm. Da, jetzt haben wir sie. Die Demon Wings. Genau, da haben wir sie jetzt gerade nochmal bekommen. Also ist halt random, was für eine Elytra jetzt man da rausbekommt. Und das kann man mit allen Sachen machen, die in dem Entities-Ordner sind. Also wenn ihr hier im Optifine-Ordner, ne? Minecraft, Textures, Entity. Da sind Armor Stands drin, Banner, alles mögliche an Entities eben und auch die Elytra. Und das könnt ihr eben nehmen in dem Mob-Ordner von MC Patcher und dort das verändern. Wenn ich jetzt bei Creeper zum Beispiel, Creeper glaube ich ein Ordner, sehe ich das richtig? Ja, hier ist
Creeper, da machen wir im MC Patcher eben auch einen Ordner. So, nennen den Creeper. Creor, genau. Creeper. So, gehen hier rein und jetzt packen wir hier einfach die Textur von dem hier rein. I, Steuerung C, Steuerung V. Und jetzt nehmen wir die einfach nochmal. So, und nennen das Ganze Creeper 2. So, und den Creeper 2 bearbeiten wir jetzt mal kurz mit GIMP. So, dann machen wir das. Exportieren das Ganze. Als Creeper 2. Exportieren, ja, ersetzen. Exportieren. Zack, und jetzt gehen wir in Minecraft rein. Und jetzt kann ich mir die Creeper Spawn Eggs herholen. Und dann einmal kurz reloaden. Und jetzt stellen wir hier mal den Creeper auf und ihr seht, randomized haben wir rote Creeper und die normalen. Ja, so sieht's aus. Cool. Ich werde jetzt noch zu dem Texture Pack, beziehungsweise nee, werde ich nicht. Ich mache das jetzt fertig. Ihr könnt es jetzt runterladen. Die Folge ging ewig lang. Ich habe jetzt mehrmals aufgenommen. Ich saß jetzt den ganzen Tag dran und habe ab und zu zwischendurch mal was aufgenommen, wenn hier gerade was Spannendes war. Ich habe zum Beispiel auch die Jungle-Blöcke geändert, dass sie jetzt so grünlich sind. Da kann man mehr verschimmelte Sachen bauen. Das ist bestimmt auch ganz lustig. Auch aus dem Texture-Pack von FWIP. Wie gesagt, alle Links in der Beschreibung. Und es hat mir mega Bock gemacht. Ich habe jetzt ein geiles Texture-Pack für die 1.12. Hier kann ich noch ein paar Blätter draufsetzen. Und ja, Overlay-Textures, alles mit dabei. Wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Wenn ihr noch Vorschläge habt, was ich noch hinzufügen soll, unbedingt, was ich vergessen habe aus der 1.14, schreibt es auch in die Kommentare. Also, wenn ich neue Blöcke hinzufügen wollte, wie jetzt irgendwie den Smithing Table oder so, da müsste ich halt eine Mod machen und ich habe auch keinen Plan, wie man eine Mod macht. Also, ja. Und ja, also mir hat Spaß gemacht. Ich habe auch jetzt die ganzen Blumen hier geändert, ihr seht's. Also ihr könnt euch das Pack jetzt runterladen, selber damit spielen und mir dann sagen, wie ihr das findet. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.